Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich hab's geahnt. Das war viel. Ja, ich wusste nicht, ob jetzt nach der 1 noch irgendwie loskommt, oder? Nee, eigentlich 3, 2, 1 und dann geht's los. Okay. Ja, aber es ist typisch, ich bin halt der Michael Schumacher bei den Ansagen. Was ist das? Frühstart. So, also pass auf. Hm? Onkel. Ja. Ist, hier. Ich hab... du wolltest... Das birgt eine Gefahr in sich hier. Ja, das hat er bestimmt extra gemacht, der Herr, werte Herr Markus. Du wolltest ja Knochenmehl haben. Richtig. Und guck mal her, was wir da gefunden haben im Nether. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Ja, ja, ja. Diese Knochen, die von oben runterhängen. Mhm. Genau. Und wenn du die abbaust, jetzt habe ich selber noch gar nicht ausprobiert. Leg die mal ins Handwerksfeld rein. Ja, dann kriegst du Knochenmehl raus, ja. Ja! Kriegst du von 2 Stück 12 Stück. Das ist gar nicht mal so neu. Seh das. Für mich war das neu. Die Biene, wenn ich das schon weiß, dann ist das wahrscheinlich schon Asbach. Ich glaube. Ja, aber warte mal, im normalen Minecraft gibt es das überhaupt nicht, oder? Nee. Ja, möchtest du jetzt diese anderen wieder oder kann ich die alle verarbeiten? Nee, du kannst die alle haben. Oder möchtest du deinen Zuschauern das auch noch zeigen? Nö. Gut, okay. Die werden das wahrscheinlich schon alle wissen. Dann guckt einfach mal bei mir. Genau. Sowieso immer. Immer schön zu allen schauen, die hier mitmachen. Ja. Ich habe eine Frage. Ja? Ich möchte gerne neben mein Haus, also rechts neben mein Haus, eine Mobfarm bauen. Ist das okay? Ist das genehmigt vom Bürgermeister? Vom Bürgermeister! Was bedeutet Mobfarm? Boah, auch wie er gleich hinrennt. Weg ist er. Ja, das wird ein etwas größeres, längliches Gebäude, in dem Monster spawnen. Die fallen dann runter. Und du brauchst sie nur noch zu erschlagen. Du siehst nur die Füße von denen. Du brauchst sie nur zu erschlagen und dann kannst du die Sachen einsammeln. Und kannst du das nicht unter der Erde bauen? Das kann ich auch, ja. Also jetzt nicht, also wenn du ein Gebäude hinbaust, was von außen schön ausschaut, dann ist mir das auch wurscht. Aber nicht, dass das irgendwie nur so ein Klotz ist wie beim Markus da hinten, der Bunker. Cetus, ich habe mir was überlegt. Ja. Ich habe mir überlegt, dass du mich mal kannst. Ich werde mal hier drüben eine Brücke rüberbauen zu meinem Gebäude. Ich habe es satt, ständig durch den Tunnel zu laufen. Nein! Dann pass auf. Ich mach den hübsch. Dann musst du den Umweg hier hinten machen. Warum? Warum kann ich denn hier nicht einfach eine schöne Brücke drüber machen? Komm, dann mach, was du willst. Ich mach die schön. Ist ja eh schon wurscht. Ich mach die schön. So, irgendwann muss ich das auch mal aufgeben. Warum regnet es denn jetzt hier? Was musst du aufgeben? Was willst du in mein Haus? Was willst du in mein Haus? Ich hab gesehen, du bist in mein Haus. Gang. Ich mach den Regentanz. Ach nee, scheiße, da kommt ja Regen. Wenn man den Regentanz macht. Oh, Alter, bei mir ist eine Hexe im Haus. Bei mir ist eine Hexe im Haus. Oh, was? Fuck. Wie? Was? Bei mir ist eine Hexe im Haus und ich hab nichts zum Kämpfen. Warte, ich... Fuck. Oh, Alter, bin ich jetzt erschrocken. Ich dachte, du bist im Haus. Dabei ist das eine Hexe. Was soll denn in meinem Haus? So, die ist tot. Ich komm. Ach, die ist tot? Och, Mann. Was wie? Ach, Mann. Hallo, die hat mich vergiftet. Was ist denn jetzt los? Oh. Aua. Au. Jetzt habe ich gedacht, ich kann ja mal den Onkel retten. Ich komm hier durch die Tür nicht durch. Du bist zu fett. Mein Schädel ist zu groß. Alter, jetzt habe ich aber richtig viel Energie abgezogen bekommen. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, genau. Die Leute, die bei mir gucken, die werden jetzt sicherlich bemerken, ich habe mein Texture-Pack noch ein bisschen erweitert. Das heißt, die Kirschbäume und das ganze Zeug, das hat jetzt bei mir auch eine richtige Textur. Und die Soundeffekte sind ein bisschen anders und die Melodien sind anders. Cool. Gefallen mir einfach besser. Ich mache nur das Beispiel. Okay, das war... oh mein Gott, was ist hier unterwegs? Das war das neue Musikstück. Was mal? Nein, das waren die neuen Pigmans. Das war der Regen. Das ist die rote Schallplatte. Das war der Regen. Okay. Ich war zu nah am Fenster. Oh, Alter, warum ruckelt jetzt mein Spiel hängt andauernd? Ist das bei euch auch? Nö. Aber das ist bestimmt der Regen. Warte mal, ich schalte den mal aus. Jetzt habe ich ihm gezeigt, wie man eine Schnelltaste macht. Jetzt, zack, ist der Regen aus. Ja, ja.
Okay, eine Aufnahmepause hat der liebe Cetus mir hier was besorgt, was ich noch für mein Haus brauche. Und zwar hier weiße Kirschsetzlinge. Hallo, Pünktchen. Ja, ach genau. Wo hast du die eigentlich gefunden? Frag mich nicht. in Krongs Freiluftmuseum. Da hat die irgend so ein Idiot mit Game Mode hingestellt. Mit Game Mode? Mhm. Aha, ja. So, hier, beim Schneggerla hat sich auch einiges getan. Ja, guckt euch mal das Haus an. Warte mal, das ist jetzt das falsche Haus. Das Haus. Ach, jetzt. Ja, ach, du hast ja auch oben, jetzt sehe ich erstmal das Dach, du hast ja auch oben das Dach irgendwie anders gemacht. Ich, ne, die Biene hat. Oh, das ist aber, das stimmt, ist aber das neu hier. Erwähnt. Ja, das ist neu. Nee, ich meine hier der ja, Weg. Da war ich vor uns dabei, wo sie das gebaut hat. Cool. Ja. Da warst du gerade. Keine Kannst Ahnung. Kannst jetzt ernten. Und hier hinten haben wir ein kleines Bienenhäuschen. Das sieht auch. Das ist auch neu. Das ist von. Ah, ich sehe schon, du erntest. Wie war jetzt? Jetzt ist mein Problem. Du hast mir noch gar nicht deinen Namen gesagt. Wer warst du jetzt? Also, ich? Ja. Die Micha. Micha, ja, aber. Ach, Bina war das. Bina. Ach, die Bina. Oh, Bina, ja, Bina, ja, jetzt hängt es wieder. Das bin ich. Ja, genau. Da. So, und. Du hast auch einen YouTube-Kanal, oder? Nee. Ich dachte, du hattest einen YouTube-Kanal. Wollte mal, aber kein Bock gehabt, oder, Bina? Ja, nicht so richtig, nee. Ja, und vorhin hat die Micha mal mit meinem Sohnemann gespielt. Und da gehen wir jetzt mal hin und schauen uns mal das Häusle an, was sie da zusammen gebaut haben. Die Hütten. Aber die Bäume, die Bäume außenrum, die sind schon ganz schnuggelig irgendwie. So mitten in der Eiswüste. Ja, das sehen wir jetzt leider nicht hier, weil ich bin nicht mitgelaufen. Ich stehe bei mir auf dem Dach. Und ich hänge. Und ich sehe da hinten gerade jemanden. Hallo. Da hinten ist Schreck. Baut sich da hinten sein Schlammhäuschen. Das wird die Mobfarm. Ach so, ja, genau. Die Schlammmobfarm. Genau. So, okay. Ja. Aha. Ein Doppelbett. Das glaube ich mir jetzt gleich. Das glaube ich mir jetzt gleich wieder. Ich nehm, ja, das ich kannst nehm, du machen. Ich nehme jetzt beide mit. Hahaha, da wird er schauen. Ja, dann sage ich halt, wenn wir das nächste Mal spielen, dass er wieder eins mitnehmen muss. Weil der hat mir meins auch geklaut. Der Kerl, ey. Ich habe mir schon Neues gebaut. Da kriegt er morgen gleich Hausarrest. Wenn er überhaupt rausgehen würde. Okay. Ich glaub doch, heutzutage ist doch Hausarrest überhaupt nichts Schlimmes mehr für die Kids, oder? Nee, aber Internetverbot. Ja, genau. Wir sollten uns da mal alle schlafen legen, so langsam. Okay, ich habe jetzt hier ein Problem mit dem Baum, der gefällt mir nicht. Aber das mache ich dann später. Ach ja, und Leute, ich habe hier ich werde mir dann eine Sense herstellen. Achso, das wolltest du wohl gerade sagen. Die Playlist habe ich erweitert. Die bei mir nicht von hört. Audionautics heißt die Seite, die ist echt cool. Müsst ihr mal vorbeischauen. Verlinke ich natürlich unten wieder. Irgendjemand legt sich nicht hin. Ich lieg. Ich auch. Ich auch. Ja, ich bin noch unterwegs. Ich muss doch erstmal nach Hause. Liege. Eieiei, wo du dich wieder rumtreibst. Liege. Ich liege. Ich liege. Ich liege. Ich liege. Alter, ich liege. Du Schlampe. Du Schlampe. Du Schlampe. So, wo ist jetzt mein... Ach ja, ich muss mein Bett erstmal hinsetzen. Me too. Me too. Ihr seid's gut. Blub. Blub. Gute Nacht. Hä, was? Gute Nacht. Jetzt Deschi. 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 Das aber schi. Deschi. Ging nach hinten los. Dischi. Okay. Nee, ich drücke jedes Mal die falsche Taste.
Und das Schlafzimmer muss mal weitergebaut werden hier. Sensor. Was ist denn eigentlich da hinten dieses Amethyst-Sensor? Was ist ein Amethyst für ein Material? Das ist eine gute Frage. Ich habe das Schwert nur deswegen, weil ich es gefunden habe. Ja, ich hatte, ich Stein hatte, oder sowas, ne? Ich hatte, ah, Ender. Das gibt's wahrscheinlich irgendwo im Ender. Verdammt. Im Ender? Nether, wollte ich sagen. Jetzt habe ich gespoilert. Was? Ja, dein Haus. Ich habe es aus Versehen gesehen. Wie? Du hast es gesehen? Hä? Ich verstehe es nicht. Ja, naja, das, was auf deinem Haus oben drauf ist jetzt. Ja, und? Den Baustil. Ja, das wird nochmal weggemacht, weil der Baum sieht scheiße aus. Okay. weil nämlich, ihr müsst wissen, dem Onkel, sein Haus, wird das Allerschönste von allen. Demnächst. Das möchte ich nicht behaupten. Aber ja, doch, wenn er das sagt. Doch, möchte ich schon behaupten. Aber nur im Dunkeln. Außer du kriegst es nicht so hin. Und ja, hier, das krieg ich definitiv nicht so hin. Weil, Binas Lagersystem wird auch mega krass geil. Sieht ja jetzt schon anders aus. Ja, vor allem mit Beschriftung. Das fand ich am allercoolsten. Nee, ja, sonst blicke ich da selber nicht durch. Am besten wird ja dann das Lager. Ach so, naja, das zeige ich dann, wenn sie es vielleicht fertig hat. Ah, das brauche ich ja auch. Holz, Stein. Ach, Bina? Ja? Kennst du schon das mit den Schlüsseln? Ja, das habe ich mal mitgekriegt, dass man das irgendwie abschließen kann, aber wie soll ich das denn abschließen? Pass auf. Ich sollte meinen Garten abschließen. Das ist folgendermaßen. Wenn du mit dem Schlüssel das abschließt, zum Beispiel da ist Eichenholz drin, und du schließt es ab, dann bedeutet es, dass da nur noch Eichenholz reinsortiert wird. Also auch wenn du es komplett leer machst, wird das nächste Mal nur noch Eichenholz reingemacht. Ah, okay, aber da brauche ich jedes Mal einen Schlüssel, ne? Ich glaube schon. Ist der schwierig zu machen? Das habe ich mir nämlich noch gar nicht angeschaut. Keine Ahnung, habe ich auch noch nie geguckt. Da könnte man doch jetzt gleich mal hier machen. Ach, das ist ja gleich offen, der Drawer. Concealment Key. Nee. Locks and Unlocks Drawers. So, was braucht man dafür? Boah. Alter, what the fuck? Ja, den kannst du bestimmt länger benutzen. Gold Nugget, Goldbahn, Upgrade Template. Und was ist Upgrade Template? Kostet ein Drawer und Sticky. Das ist bestimmt sowas wie ein Tablet. Naja, ist ja gar nicht so teuer. Ja, das mit dem Gold ist schon heftig. Wenn du für jedes Fach einen Schlüssel brauchst, dann... Nee, ich glaube, dass das so ist wie der... Ach, wie heißt der? Wie der Schüssel. Weißt du, dass der sich so nach und nach abnutzt. Ah, okay. Dann sonst wäre es übertrieben teuer. Schüssel. Ja komm, das mache ich jetzt einfach gleich mal, weil ich muss eh mein Zeug mal sortieren. Und dann gehe ich das doch gleich mal an. Schüsseldüsel. Schüsselmannisler. Schüssel erinnert mich irgendwie an Hip-Hop. Ich weiß auch nicht warum. Ja eben, Schüsselmannisler. Hey, Schüsseldüsel, Alter. So, okay. Aua. Okay, let's go. Gold brauchen wir? Wie macht man ein Gold Nugget? Gold Nugget? Einfach einen Goldbarren in die Ofen, ne? Nee, in die Werkbank, glaube ich. Okay. In die Werkbank. Dann kriegst du 9 Nuggets. Jetzt ist meine Axt kaputt gegangen. Stimmt, ja. alles klar. Nicht so gut. Ich muss unbedingt in die Höhle. Irgendeine Höhle. Ich brauche Diamant. Mir geht es auf den Nerv, dass immer meine Axt zerbricht. Ach, da habe ich ganz viel Goldherz. Nee, weil ich hab nämlich immer dem werten Herrn Markus immer meine Goldbahn gegeben, weil der so drauf abspinnt auf Gold. Und jetzt habe ich selber keins mehr. Ich habe Goldbahn. Ja, jetzt, okay. Ich habe auch bald wieder welche. Aber wenn sie nicht lang, dann komme ich gerne drauf zurück. Mhm. Und Eichenholz. Hast du Eichenholz? Ich? Ja. Ja, habe ich. Hast du auch die Baumstämme? Ich habe nur Baumstämme. Ah, na, Bretter habe ich auch. Baumstämme und Bretter. Darf ich die haben? Ja.
Dann komme ich mal schnell rüber. Ui. Also Cetus ist meistens immer am Rumlaufen. Machst du überhaupt mal was? Nö. Nö. Aber das war schon immer so. Weil ich bin ja sozusagen wie nennt man den? Der Chronist? Nee. Was? Hier, Christian. Neben meiner eigenen Werkbank. Du bist voll der Chronist. Wie Eichenholz. Dankeschön. Wie heißen denn die Leute, die... Ey, du Chronist. Nicht Lagerist, sondern... Ihr wisst schon, wenn so ein Naturvolk ist und der schreibt die Geschichte von dem Naturvolk auf, was macht der dann? Oder was ist er dann? Ein Eingeborener. Keine Ahnung. Verdammt, jetzt habe ich was falsch gemacht. Ja, ich denk mal, der schreibt die Chronik auf, also ist er der Chronist. Der Chronist, Alter. Ich habe gerade voll den Faden verloren. Ja, ich habe auch den Zusammenhang mit dem Lageristen jetzt irgendwie nicht. Ja, weil ich gerade hier am Lager am Rumbauen bin, das hat mich selber jetzt ein wenig abgelenkt. Okay. Das war komisch. So kann man es auch sagen, ja. Seid ihr doch gewohnt. So, jetzt habe ich mal ein bisschen das Zeug, ne? Ich brauche... Was ist denn da passiert, Granit? Ah, stimmt, da habe ich ja festgestellt, dass man den Granit schisseln kann. So, da hinten. Das ist auch geschisselt. Wollen wir nicht. So eng geschisselt bei dir. Brauche ich. Nein, kein Wasser, bitte nicht. Oh, komm. Jedes Mal dasselbe Scheiß. Das? So. Boah, hier voll die ernste Musik gerade. Total ernst. Ja. Ich höre es nicht. Aua! Da theoretisch könnte ich die Musik ja auch im TS einspielen lassen. Aber dann müsstest du die Links auch aufnehmen. Weißt schon, die Copyright, wie nennt man das? Ja, ja, halt die Dings, die Menschen, Menschendinger da. Die, was? die Erwähnung auf Englisch Menschen, Männchen, wie weiß ich, ein kleines Männchen? M-E-N-T-I-O-N, Menschen. jetzt müsst ihr mir sagen, wie das ausgesprochen wird. Menschen. Genau. So. Ja. Menschen. Menschen. Die Menschen. So, umso öfter man das sagt, umso komischer wird's. Die Menschen. Die Menschen unserer Welt. Was will ich jetzt eigentlich hier? Verdammt. Ich hab, glaube ich, auch jetzt gerade... Ich habe ein Loch. Totales Thema vergessen, um was es ging, weil ich hier wieder konzentriert bin. Du hast ein Loch? Ja, ein Loch was? In meinem Haus. Ich weiß nicht, warum. Okay, ich denke schon wieder... Du bist... Oh, das Blöde ist, dass ich jetzt fast was gesagt hätte. Aber zum Glück hast du es mir vorweggenommen, sowas ähnliches. Also nicht sowas ähnliches, aber... Ja, das geht mir leider immer so. Ich wollte sagen, sie ist eine Frau, die kommt damit klar. Die Sandy hat vor kurzem so ein paar Pfirsiche gemalt und ja. Die haben etwas anders ausgeschaut. Okay. So. Schlüssel. Gold, genau. Ach, das holst du jetzt auch noch? Nee. Ich hab selber eins im Ofen gehabt, aber das muss ich erstmal da wieder rausholen. So, jetzt kann ich euch gleich zum Essen einladen. Ah, cool. Was hast du denn Feines kochen gemacht? Kochen muss ich nur noch lernen. Okay. Aber Tisch und Stühle hätte ich schon mal. Oh, das ist super. Aber wir können ja einfach zu dir kommen und sitzen. Und mit total geiler Aussicht. Wir können auch einfach sitzen. Wie war denn der Draw hier? Aber ich weiß nicht, ob man sich das da draufsetzen kann. Ja, ja, kann man. Kann man, rechte Maus. Das cool. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich im Dach. Truhen?
Wie komme ich denn da jetzt wieder runter? Pina, wie komme ich nochmal von dem Stuhl runter? Shift. Shift. Eine Truhe. Ah. Und dann das ist hier. Dach zu niedrig. Oh, ich komme nicht mehr aus dem Stuhl. Shift drücken. Ich weiß, aber ich hänge jetzt zwischen Stuhl und Decke fest und komme nicht mehr raus. Tja. Dann musst du wohl mal ganz kurz die Decke abreißen. Nee, jetzt muss ich den Tisch abreißen, damit ich da rauskomme. Oder den Tisch, ja. Ich komme trotzdem nicht raus. Ich stehe auf der Stuhllehne. Hä? Dann bist du festgebackt im Stuhl. Dann mach den Stuhl weg. Soll ich dir vielleicht mal helfen, dass ich mal rüberkomme und den Stuhl weg? Ja, jetzt bin ich. Ich bin weg. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt am nächsten Grad dran. Nee, Heston. Das ist aber übelst krass. Wir spielen hier zu viert auf dem Server und ich sehe niemanden. Oh, ein Enderman. Es ist ja auch Nacht. Ach, ihr liegt schon alle wieder. Ihr macht schon wieder alle Day-Day. Da müssen wir schlafen, oder? Mein Pferd ist bescheuert. Das steht immer da hinten an dem Zaun und hüpft rum. Ja, das ist raus. Bestimmt wegen dem Namen. Das Pferd will raus, ganz einfach. Habt ihr euch hingelegt zum Schlafen? Nee, noch keine Zeit. Auf jetzt! Zack, zack! Ich bin drin. Sind jetzt meine Fackeln alle? Boah, ich krieg's gerade nicht auf die Reihe. Ich leg mich schnell hin. Hinnelegt. Mit SCH. Hinnelegt. Guten Morgen. So, jetzt muss ich aber jetzt mal ganz schnell hier bauen. Boah, jetzt fängt schon wieder das Zuckeln an. Wahnsinn. Er ist die ganze Zeit gelaufen. Jetzt fängt er mal an zu bauen. Das ist schön. Nee, ich war jetzt hier schon die ganze Zeit am Bauen, aber ich will das nur noch fertig bauen, bevor wir die ganze Folge hier beenden. Ha! Ich hab dann. Wo sind meine ganzen Fackeln hin? Also heute kriege ich es nicht auf die Reihe. Wie der Schlüssel funktioniert oder ob er überhaupt funktioniert, sehen wir in der nächsten Folge. Hä? Tschüss. Was war jetzt so lustig? Okay. Tschüss. Tschüss. Wie so ein Irrer, ey. Das